Höhepunkt und Abschluss des österreichischen Katholikentages, des eigentlichen Anlasses des Papstbesuches, war die große Messe im Wiener Donaupark. Etwa 300.000 Menschen nahmen trotz strömenden Regen an der Feier teil. Kann ich hundertmal sagen, setz dich halt einmal her, Herr Herrmann. Der Film, der hat einen guten Sinn, aber akkurat schaut er den Film wieder nicht zu. Die Berge und das Meer und die Menschen küssen sich auf den Mund. Und bekommen richtige Kinder und fast immer gibt es ganz schwere Schwierigkeiten, die dann von den guten Menschen abtransportiert werden von der Welt. Ein guter Film zeigt, wie das Leben sein könnte, wenn die Menschen gütig zueinander wären. In einem Film muss es lustig zugehen in erster Linie, damit das Leben eine Entspannung kriegen kann. Ja, eine gute Unterhaltung, eine kleine, braucht das alltägliche Leben. Lustig sein ist der Blütenstaub für die Seele. Trinkt man noch ein Glas Wein oder so, muss ja nicht das Letzte sein. Du bist wirklich ein lustiger Mensch, Gretel. Du hast eine echte Unterhaltungskunst in deinem Gemüt. Das muss man halt auch können, das fröhliche Leben. Und das feiert mein Inneres jetzt mit einem Glas Wein. Die Marie spürt es immer ganz genau, wenn die Herzen der anderen Menschen feierlich werden und zu springen anfangen wie ein Gummiball. Ich stelle mir höchstens vor, dass sie mit dem Bottle einmal da rumfahren können. Wenn Urbi und Orbi auf dem Betusplatz, das wäre schon so schön. Oder vielleicht einfach einmal hinaus ins Grüne. Oder vielleicht auf ein nettes Fest? Ja, genau. Ein großes, schönes Fest. Nun schien Gott entbehrlich geworden zu sein. Aber diesem selbstbewussten Auszug weg von Gott ist alsbald eine große Ernüchterung gefolgt.